So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute will ich das Thema nochmal aufgreifen und zwar die Wärme in der Wintertraube bei Bienenvölkern im Winter. Also bleibt dran. Ja, wer es bei Instagram oder wer mir bei Instagram oder Facebook folgt, hat es ja schon gesehen. Wir haben es schön warm, Sonnenschein, 10 Grad im Februar, die Bienen fliegen. Und ich habe jetzt einfach mal kurz mir Zeit genommen, um nochmal das Thema aufzugreifen mit der Wärme in der Wintertraube. Da gab es ja im letzten Video ein paar Anmerkungen, warum man die Bienenvölker nicht aufmachen soll oder dass man das keinesfalls tun soll. Da will ich einfach kurz drauf eingehen. Also vielleicht grundlegend im Vorfeld ein paar Fakten. Ich muss aufstehen, der Stein, auf dem ich sitze, ist doch ein bisschen kalt. Also die Honigbiene kann ja selber Wärme erzeugen. Also man muss das ein bisschen unterscheiden zwischen der Honigbiene als Einzelbiene und dann dem Bienenvolk. Die Honigbiene wird ja bewegungsunfähig, wenn die Körpertemperatur so 10 Grad hat. Das kann sie ungefähr 50 Stunden aushalten, dann stirbt sie. Wenn dann die Körpertemperatur eben auf plus 4 Grad absinkt, dann stirbt sie. Und während dem Flug, Sammelflug oder so, kann sie sich zum Teil selber heizen, natürlich im begrenzten Ummaß. Und ist deshalb natürlich als Einzelbiene schon ein bisschen immer von der Temperatur, Außentemperatur abhängig. Wenn man jetzt so ein Bienenvolk anschaut als Masse, dann ist es relativ unabhängig von der Außentemperatur. Das Bienenvolk im Winter zieht sich ja zusammen, kuschelt praktisch aneinander hin und wärmt sich dann. Also durch das Aushängen von den Flügeln, also diese Verbindung wird einfach getrennt, Flugmuskel und Flügel. Und dann machen die eben mit diesem Muskel erzeugen die Wärme. Diese Kerntemperatur in der Bienentraube ohne Brut ist so meistens um die 18 Grad und am Außenrand mindestens 10 Grad. Alle paar Tage heizen die sich auf. Also es gibt dann sogenannte Heiztage. Das hat einfach vermutlich, ne, ich weiß es nicht genau, ich weiß es nicht, ob es jemand genau weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare, vermutlich einfach den Hintergrund, dass der Honig, der ja bei kalten Temperaturen sehr zäh ist und sehr fest ist, flüssiger gemacht werden soll, dass er leichter aufgenommen werden kann. Dann frisst sich das Bienenvolk praktisch wieder voll und kann dann mit dieser Energie wieder die nächsten Tage überstehen, bis dann eben wieder so ein Heiztag kommt. Und diese Heiztage, die sind dann letztendlich auch die einzigsten Tage, an denen jetzt die Beute an sich oder die umliegenden Waben mitgeheizt werden. An allen anderen Tagen, also an den überwiegend meisten Tagen, wärmt die Bienentraube ja nur sich selber. Wie gesagt, auf die 18 Grad Kerntemperatur und mindestens 10 Grad Außentemperatur. Wenn es brütet, das Bienenvolk, natürlich ist dann die Kerntemperatur etwas höher. Ja. Ja, vielleicht kurz, wenn wir dieses Thema haben, noch was zur Winterbiene. Was ist der Unterschied zwischen Winterbiene und der Sommerbiene? Also die Biene im Sommer, die lebt ja so 6 Wochen und arbeitet viel, sammelt viel. Und die Winterbiene, die leben ja deutlich länger, eine 6 Monate oder mehr oder weniger ein bisschen. Es kommt ja auch immer auf das Klima an. Und der Unterschied ist einfach der, die Winterbiene schlüpft ja im September, Oktober und da gibt es nicht mehr viel zu arbeiten. Ne? Da blüht nicht mehr viel, da wird nicht mehr viel gesammelt. Das bedeutet, die arbeitet nicht mehr so viel, wird wie der Mensch auch ein bisschen dicker, ein bisschen mehr Fett, ein bisschen mehr Eiweiß und kann dadurch einfach länger leben. Na, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen verständlich wurde mit diesem Wärmehaushalt von dem Bienenvolk. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, schreibt es einfach unten hin und ich gehe jetzt Honig abfüllen. Auch wenn das Wetter eigentlich dazu einlädt, draußen was zu machen, aber
Man muss halt machen, was man machen muss. Also ich wünsche euch was, viel Spaß, viel Erfolg und bis demnächst.